die König-Ludwig-Bahn. Sie ist eine der landschaftlich schönsten Nebenbahnen in Bayern. Sie führt von Biesenhofen bis Füssen, 37 Kilometer lang durch das Ostallgäu. Die Strecke ist eingleisig und nicht elektrifiziert. In Biesenhofen trifft die Strecke auf die Hauptbahn München-Lindau, die bereits 1873 fertiggestellt war. In den regional bedeutenden Ort Marktoberdorf wurde bis 1876 eine Stichbahn gelegt. Am 1. Juni 1889 wurde dann die komplette Strecke bis Füssen eröffnet. Die Bahnlinie wurde nach dem damaligen bayerischen König Ludwig II. Benannt. Bauherr und Betreiber war die Lokalbahn Aktiengesellschaft. 1938 ging die Strecke in den Besitz des Staates über. Heute ist die Strecke wichtig für Pendler Richtung Augsburg und München und für die vielen Touristen. Beliebtestes Reiseziel ist das Schloss Neuschwanstein, welches König Ludwig II. Ab 1869 erbauen ließ. So sind die Züge vormittags Richtung Füssen und nachmittags zurück, voll besetzt mit Touristen aus aller Welt. Ein barrierefreier Zustieg ist nur in Seeg und Füssen möglich. Die Bahnsteige aller anderen Stationen befinden sich noch in einem alten und niedrigen Zustand. Die Strecke zeichnet sich durch viele Kurven und unbeschrankte Bahnübergänge aus. Wenn überhaupt, dann sind die Züge hier mit einer Geschwindigkeit von maximal 80 km/h unterwegs. Die Strecke wird von 6 bis 23 Uhr stündlich von Regionalzügen befahren. Von Montag bis Freitag startet der erste Zug in Füssen bereits um 4.46 Uhr. Bis auf Ausnahmen in Tagesrandlagen existiert dann folgendes Fahrplankonzept. Zum einen fährt im 2-Stunden-Takt ein Regionalexpress zwischen München und Füssen. Und zum anderen die zweistündliche Regionalbahn, die zwischen Augsburg und Füssen pendelt. Zwischen Buchloe und Füssen ergänzen sich beide Linien zu einem Stundentakt. Die Regionalzüge halten auf der Strecke mit Ausnahme von Marktoberdorf-Schule an allen Unterwegsbahnhöfen. In Marktoberdorf-Schule halten nur während der Schulzeit in der Früh und am Nachmittag eine Reihe an Zügen. Ansonsten fahren diese dort immer durch. Zu diesen stündlichen Regionalzügen kommen von Montag bis Freitag noch 5 weitere Verstärkerzugpaare, die bis Marktoberdorf verkehren, hinzu. 3 davon verkehren bis Augsburg. Ein Verstärker morgens nach Buchloe und mittags wieder zurück wird während der Schulzeit bis zur Station Marktoberdorf-Schule verlängert. Hinzu kommt in der Früh ein Verstärker von Marktoberdorf bis München. Diese Verstärkerzüge fahren zu folgenden Uhrzeiten am Startbahnhof los. Am Samstag und Sonntag verkehrt nur ein Verstärkerzugpaar von und nach Buchloe. Dieses wird bis nach Füssen mit Halt nur in Weizernhopferau verlängert. Die Züge benötigen für die Fahrt von Füssen nach Buchloe 1 Stunde und 9 Minuten, nach Augsburg 1 Stunde und 51 Minuten und nach München 2 Stunden. 15 Minuten schneller in München ist der Neuschwanstein-Express. Dabei handelt es sich um ein Zugpaar, welches an Sonn- und Feiertagen morgens von München nach Füssen fährt und nachmittags wieder zurück. Diese Züge halten nur in Weizern-Hopferau, Lengenwang und Marktoberdorf. Bis 8. Dezember 2018 werden die Zugleistungen auf der König-Ludwig-Bahn von der DB Regio betrieben. Diese setzt auf der Linie nach München Doppelstockwagenzüge ein. Sie bestehen planmäßig aus 4 Wagen mit 422 zweite Klasse und 38 erste Klasse Plätze. Die Wagen besitzen alle einen Tiefeinstieg. Der Steuerwagen ist in Richtung München der vorderste Wagen. Dieser bietet im Unterstock ein großes Mehrzweckabteil mit behindertengerechten WC und Rollstuhlrampe. Das Oberdeck ist für Kunden der ersten Klasse vorgesehen.
Die drei Mittelwagen bieten ausschließlich zweite Klasse Plätze. In einem Mittelwagen befindet sich ein weiteres Mehrzweckabteil. Diese Doppelstockwagen wurden zwischen 1997 und 1999 von der DWA, heute Bombardier, in Görlitz gebaut. Alle Wagen sind klimatisiert. Die meisten Wagen besitzen diese Sitzmodelle. Die etwas später ausgelieferten Wagen bekamen bereits diese neueren Sitzmodelle. Vorgespannt werden immer Dieselloks der Baureihe 218. Die Maschinen, die hier eingesetzt werden, wurden zwischen 1976 und 1979 gebaut. Markant ist das Geräusch der TB11-Motoren. Bevor wir zu den Fahrzeugen auf der Augsburger Linie kommen, schauen wir uns noch kurz die interessante Entwicklung der letzten Jahre des Fahrzeugeinsatzes auf der Münchner Linie an. Bis Dezember 2014 fuhren dort ausschließlich 218er mit N-Wagen. Bis Sommer 2015 gab es dann einen Mischbetrieb mit neueren Dieselloks der Baureihe 245 mit Doppelstockwagen und 218er mit N-Wagen. Ehe dann alles auf Doppelstockwagen umgestellt wurde. Bis ins Jahr 2017 wurden sowohl 245er als auch 218er vor die Doppelstockzüge gespannt. 2018 waren dann bis auf einzelne Ausnahmen nur noch 218er vor den Zügen anzutreffen. Auf der Linie nach Augsburg fahren nur sehr vereinzelt Doppelstockwagenzüge. Auf den allermeisten Zugleistungen sind Triebwagen der Baureihe 642 von Siemens anzutreffen, die zwischen 1999 und 2002 gebaut wurden. Sie besitzen ebenfalls Tiefeinstiege und verkehren meist in Doppeltraktion. Ein doppelter 642 bietet 222 zweite Klasse und 24 erste Klasse Plätze, die sich direkt hinter einem Führerraum befinden. Im anderen Wagenteil, in dem nur zweite Klasse Plätze eingebaut sind, befindet sich im Niederflurbereich auch ein behindertengerechtes WC und ein Mehrzweckbereich. Beheimatet sind die Loks und Triebwagen im Bahnbetriebswerk Kempten und die Doppelstockwagen im Bahnbetriebswerk München-Pasing. Ab 9. Dezember 2018 führt dann die Bayerische Regiobahn, kurz BRB, den Betrieb durch. Denn sie hat die Ausschreibung für den neuen Verkehrsvertrag, der bis 2030 gilt, gewonnen. Für den Betrieb der Linie nach Füssen und der Linie Augsburg-Landsberg beschaffte die BRB 28 neue Lind-Triebwagen vom Hersteller Alstom. Davon sind es 19 Stück der Baureihe 1648 oder auch Lind 41 genannt, also zweiteilige Züge mit zwei Türen pro Fahrzeugseite. 4 Stück der Baureihe 622, auch Lind 54, mit 4 Türen pro Seite und 5 Stück der Baureihe 620, also Lind 81, mit 6 Türen pro Seite. Je nach Zuglänge variieren auch die Anzahl der Sitzplätze. Gewartet werden diese Züge dann im BRB-Werk in Augsburg. Die Sitzplatzkapazität wird auf der Augsburger Linie in etwa gleich bleiben. Angenommen, auf der Münchner Linie kommen dann nur Züge in Doppeltraktion und auch nur Fahrzeuge mit den meisten Sitzplätzen zum Einsatz, das heißt eine Kombination aus der Baureihe 620 zusammen mit der Baureihe 622, wird es dann dennoch zu einem Rückgang von 5% der Sitzplatzkapazität in der zweiten Klasse kommen. Nur bei einer Doppeltraktion 620 kommt es zu einer Erhöhung von 24%. Nachdem aber ohnehin nur 5 620er bestellt wurden und für doppelte 620er etliche Bahnsteige zu kurz sind, wird diese Kombination, wenn überhaupt,
eher die Ausnahme sein. Auch auf einen geringeren Sitzabstand sowie schmalere Sitze im Vergleich zu den Doppelstockwagen müssen sich die Reisenden künftig einstellen. Das vorhin beschriebene Fahrplankonzept mit den beiden zweistündlichen Linien und etlichen Verstärkern wird bis Ende 2020, also bis zur Inbetriebnahme der Elektrifizierung Geltendorf-Buchloe-Lindau, so beibehalten. Danach wird es deutlich mehr Direktverbindungen nach Augsburg und dafür weniger Direktverbindungen nach München geben. Damit wäre ich nun auch am Ende der Vorstellung der König-Ludwig-Bahn angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen.